Ja, ein Teil unserer Fahrer sind keine festen Flughafenmitarbeiter, also fehlt dort Ortskenntnis. Und da hilft natürlich eine Navigation oder explizit auch so ein Routing, was auf nicht öffentlichen Straßen auch funktioniert, erheblich weiter. Bei der Abgrenzung der internen Straßen zwischen Flugbetriebsflächen und normalen Betriebsstraßen ist wichtig der Unterschied: auf den Flugbetriebsflächen darf kein Salz ausgebracht werden. Da hilft uns MapTrip ungemein, dass wir also bei den Straßen, die fließen, ineinander übergehen, dort über die Software eine Abgrenzung erfolgt, dass also der Fahrer einen aktiven Hinweis bekommt, wo er sich befindet, was er tun darf. Softwarelösungen bei uns von der Firma GPS over IP gibt uns beide Möglichkeiten. Zum einen können wir vor der Saison schon die wichtigsten Hauptrouten auf den Geräten selbst lokal speichern, sodass der Fahrer im Einsatzfall jederzeit die Möglichkeit hat, sich seine aktuelle Route auszusuchen und die abzuarbeiten. Als auch der Disponent der Zentrale hat natürlich jederzeit die Möglichkeit, ad hoc eine aktuelle Route dem Fahrer konkret zuzuweisen, dass dieser jetzt abarbeitet. Auf den luftseitigen Betriebsstraßen kommt man zum Beispiel an Havarietoren vorbei. Da gibt MapTrip den Hinweis sowohl als Text als auch in Audio, hier zum Beispiel dieses Tor explizit auch noch mit zu beräumen. Als auch wenn man Flugbetriebsflächen kreuzt, auch da kommt der Hinweis, dass dort eben kein Salz zu streuen ist. Befindet man sich wieder auf normalen Straßen, kommt der Hinweis, ab hier kann wieder gestreut werden. In Verbindung mit den erfassten Daten geht es natürlich auch zunächst darum, die Information der Aufgabe, also wo geräumt werden soll, in den LKW, in den Räumungsfahrzeug zu übermitteln. Und hier hilft uns die Navigation von MapTrip, da wir die Aufträge von der Zentrale hier aus direkt in das Objekt übermitteln können, sodass der Fahrer dann auf Knopfdruck das Ganze auch abfahren kann.